Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Attack of the B-Team. Wieder mit dem Benny. Das ist gar nicht wahr. Nee? Okay. Nee, ich bin es gar nicht. Wie im letzten Part schon versprochen, wir verewigen euch auf unserem Server, wenn ihr das möchtet, einfach euren Minecraft-Namen in die Kommentare, ein Like dazu. Und schon werdet ihr in einem der nächsten Videos hier namentlich genannt und wir werden euch eine Statue aufbauen. Würden uns echt freuen, wenn viele zusammenkommen. Momentan ist natürlich noch keiner zusammengekommen, weil wir momentan noch in einer Aufnahmesession stecken. Von dem her wird das eventuell dann erst in 2-3 Parts die ersten treffen. Und ich hoffe, dass wirklich viele zusammenkommen, weil ich finde das eigentlich recht schön. Gut, jetzt würde ich sagen, wir haben im letzten Part gesagt, wir wollen uns noch eine zweite Schmelze bauen, weil das ganz einfach, wir brauchen einfach für unsere Rakete jetzt so viel Material, was eingeschmolzen werden muss und so weiter. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen uns eine zweite Schmelze. Dazu müssen wir allerdings erstmal das Material besorgen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal Haie machen. Jo. Dass es draußen hell ist und dann machen wir uns gleich los. Und sammeln uns das ganze Zeug mal zusammen. So. Okay. So, warte mal, das können wir auf jeden Fall jetzt wieder reinpacken. Das brauchen wir jetzt nicht dabei. So, warte mal, Bronze habe ich ja jetzt fertig. Halt, das war der falsche. Bronze habe ich jetzt fertig. Da mache ich jetzt auf jeden Fall schon mal Bronzeplatten. Kann der ja schon mal wegen rumhämmern. Bronzeplatten. Wollen wir uns aufteilen mit dem Zeug zusammensuchen oder was? Ja, dann sammelst du Gravel und ich hol Sand und anderen Scheiß. Würde ich sagen. Gravel ist zum Beispiel in dem Loch, was die Minions gebuddelt haben. Weiß. Zum Bleistift. Stürzt aber nicht wieder ab. Oh nein! nicht, dass ich die wieder hier befreien muss. Beziehungsweise halt deine Materialien befreien muss. Aber wohl machen wir hier gern. Also Hauptsache du hast was zu lachen, ne? Ho! Man sollte immer fröhlich sein. So. Ach nö. Was denn? Ohne Skelett. Din, didim, didim. So, erstmal hier eine komplette Reihe Sand wegbuddeln. Wir sollten uns eventuell vielleicht auch noch so eine Turbo-Schaufel bauen. Mhm. Das wäre, denke ich, auch noch sehr ratsam. Einsammeln tue ich dann, ich buddel erstmal alles weg. So. Ist aber trotzdem eigentlich recht praktisch, dass das Zeug immer oben schwimmt, ne? Obwohl es von der Physik her eigentlich unlogisch ist, dass das Sand oben schwimmt, aber... aber es ist halt doch immer noch Minecraft. Ja. So, und her damit. Gib mir meinen Sand, gib mir meinen Sand. Ja, ich glaube, Gravel ist eigentlich auch das Schwerste zu farmen, ne? Was? Gravel ist auch das Schwerste zu farmen. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ich habe hier was gefunden. Ich habe hier was gefunden, das sollten wir dann mal zusammen hingucken. Gleich dann. Wie viel Gravel hast du denn schon? Viel. Hä? Viel. Was heißt viel? Also wenn ich jetzt hier noch 2-3 Minuten buddel, dann habe ich wahrscheinlich 3-4 Stacks voll. Okay. Also Sand habe ich jetzt gleich 2 Stacks. Und Lehm habe ich... Warte, sage ich dir gleich. Lehm habe ich jetzt 44. Aber in meinem See, wo ich hier hingegangen bin, ist nichts mehr. Hier ist kein Lehm mehr. Habe ich mir nichts zu essen mitgenommen? Nein! Ich will nicht verhungern. Guck mal, vielleicht findest du irgendwo einen McDonald's oder so. Davon ist ein Drive-In gerade. Total öde.
Hier hinten ist auf jeden Fall wie so eine Art, ja, wie... Auf jeden Fall hängt da Spinnenweben. Jetzt kann ich nicht mal mehr rennen. So ein Scheiß. Und das. Ohne Kohle nehmen wir auch gleich mal mit. Wie viel Gravel hast du denn jetzt? Zwei volle Sticks fast. Doch, fast. Ja, wenn du zwei volle Sticks hast, das reicht dann schon. Dann kommen wir wieder mit zurück und wir gehen mal kurz dahinter erkunden, was das da hinten ist. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. So, essen, essen, essen. Alter, so, erstmal einen Steak reinhauen hier. Steak. So. Gut. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal 18 Compressed Copper. Das ist schon mal sehr gut. Hier haben wir noch Copper Ingots. Die können wir natürlich auch noch mit durchpressen. So, gleich wird alles ablassen. Wie haben wir noch drin? Ah, scheiße. Jetzt habe ich gepennt. Jetzt habe ich gepennt. Egal. Gut, obwohl, wir könnten uns eigentlich auch noch einfach nur noch mehr Dinger ranbauen. Noch mehr Ablassteile hier. Stimmt, das geht auch. Hier können wir zum Beispiel noch einen hinsetzen. Wenn wir das hier wegreißen, können wir hier noch einen hinsetzen. Müsste eigentlich rein theoretisch funktionieren. So, warte mal, das ist mal weg. Gib mir... Wo bist du denn da drin? Scheiße, warte mal, wie hieß das Ding jetzt hier? Smeltery Train, okay. Nicht, dass ich wieder das Falsche baue. So, wo hast du denn den Krafel? In meiner Hand. Schreib mal rüber. Das Geraffel. Ja, so viel will ich nicht. So gemüllt. Hier, ich hab's. Achso, das gebrannte. Burnter Stein, den wir hier und da. So, das sind auch nochmal 41 Stück, 45 Stück drin. Danke, Steve. So. Okay, dann kommen wir. Sand. Gut, die anderen Ressourcen kommen da rein. Dann baue ich uns aber auch noch eine Etage oben drauf, ne? Weil jetzt Etage? Ja, halt draußen bei der Schmelze einfach noch eine Etage oben drauf bauen, dass wir noch mehr Zeug gleichzeitig einschmelzen können. Ja. So, Compressed Copper habe ich jetzt. Ich stelle aber mal hier drüben eine Kiste separat hin, wo wir mal dieses Compressed Zeug reinmachen, ne? Ja, weil sonst komme ich dann irgendwann durcheinander. Und das... Ja, dann haust du, genau, haust du hier bei der Nase rein. Ja, schon. Da kommt jetzt bloß das Compress-Zeug rein. Lass mal sehen, was wir haben. So. Ding, ding. Ding, ding. Klingelingling. So, können wir schon mal das erste Teil bauen? Wir haben jetzt vier volle Sticks Kohle erstmal. Sollte erstmal reichen. Jetzt habe ich mir wieder einen Controller gebaut. Mann! Lalala. Egal. Smeltery Train. Okay, links und rechts braucht er bloß also 6 Stück. Brauchen wir quasi noch welche? Ding, ding, ding. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zack. Ist natürlich jetzt bloß einmal ein Test. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber normalerweise müsste es gehen. So, dann brauchen wir... Achso, hier, du kannst schon mal wieder Zeug reinschmeißen, was wir einschmelzen wollen. Sollen wir reinhauen? Ist mir eigentlich... Kupfer. Erstmal momentan Rille, ja, zum Beispiel. Kupfer momentan Rille, ziemlich viel. Mach einmal voll. Also du kannst auch schon runterscrollen, ne? Weißt schon.
Zwar erst ein Feld momentan, aber es geht schon. Ja, ich würde dann eh sagen, wir müssen dann mal echt mal los auf Höhlenturm, müssen wir richtig, richtig Zeug farmen. Ohne 5 Millionen Cobblestones mitzukriegen. So, warte mal, die Drains können wir jetzt schon mal bauen. Jetzt sind wir halt diese Abflussrinnen da. Zwei Stück. Ja, das wird jetzt hier Massenproduktion, Alter. Zack, zack. Na, hoffentlich geht's auch so. Ja, warum soll das nicht gehen? Oh. Geht schon. Induction Smelter. So einen können wir natürlich auch noch machen. Beziehungsweise so einen werden wir schon irgendwann noch machen müssen. Was? Brain of Smeltering? Sear Brick? What? Soul Sand? Nether Ward? Gravel? Aha. Ah, achso, so einen kann man auch noch. So einen kann man auch noch aus Netherzeug bauen. So ein Smeltery-Teil. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Aber jetzt weiß ich's. Eins, zwei. Fuck, reicht nicht. Fuck. Brauchen wir noch mehr? Mehr, mehr. Drei Stück brauche ich, ne? Ja. Zip. Fünf könnte ich bauen. Eins, zwei, drei. Verdammt. Verdampft. Verdampft. Oh, damned. Yeah. Ist ja gerade mal 16, 24. Achso, die werden jetzt gerade alle fertig. 36, 40. So, pass auf jetzt. Lol. Das ging aber jetzt fix. Zack, 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 zack. Yeah, 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 yeah. Füll mir den Bottich, füll mir den Bottich. Es wird im Übrigen gerade dunkel. Yeah, 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 yeah. Ja, das nenne ich Massenproduktion. Schön viel Stoff. Hey. Hä? Hast du den Kupferband abgezogen? Was hab ich abgezogen? Kupferblock, ich hab doch vorhin einen rausgelassen. Was ist denn hier los? Was ist das für eine Scheibe? Scheibe? Was? Basis? Ja, Basic Wafer, ja, das brauche ich doch. Hier hinten für meine Gerätschaften. Ich dachte zu der. Komm, lass Penny gehen hier. Ey, haben wir nicht auch irgendwo Aluminium schon eingeschmolzen? Wenn es nicht im Ofen ist, dann ist es in der Kiste, wo die Ressourcen drin sind. Aluminium. Ressourcenbox. Ressourcenbox. Warte, ich bin gleich da. Ich lege nur noch schnell was hier in den Ofen, weil das ist nämlich immer ideal. Da kannst du immer ideal gut schlafen, wenn hier so ein wenig geklopft wird. Mann, ey, immer diese Lärmbelästigung, wenn man schlafen will. Oh. Da ist Chris. Was? Oh. Was denn? Ja, hat das alles nicht irgendwie so gereicht. Der Ofen brennt nicht hinterher. Geht schon. Geht schon. Immer neider. Komm, komm, komm. Achso, siehst du, ich wollte noch oben raufbauen. Dann kannst du nämlich noch mehr reinlegen. Bis, wie hoch kann man da bauen? Ja, halt Open End. Echt? Dann würde ich sagen... Kommt halt immer drauf an, wie viele Blöcke du noch hast. Wie das ausschaut. So. Tja. Das hat ja wieder mal super funktioniert. Blöcke zählen fail? Nee, ich habe kein Material mehr. Ich habe noch ein Zero Brick. Ja. Ofen aller. Ja, mehr habe ich nicht.
Tut mich sorry. Ich brauche definitiv mehr. Wann ist ein Tag geworden? Geh mal, hast du was zu essen dabei? Tu mal kurz dein, dein Material hier rein. Alter, jetzt haben wir aber ganz schnell gebrannt. So, und geh mal mit. Ich habe nämlich schon was gefunden. Das muss ich mir jetzt unbedingt mal angucken. Also quasi für euch jetzt quasi im letzten Part habe ich das gesehen. Aber für mich ist es noch vorhin. Weil ich habe da nämlich was entdeckt. Da drüben auf dem Berg. Ruhe. Brauchen wir dein Schwert? Ich habe nämlich keins dabei. Ja, wir laufen in Minecraft ohne Schwert rum. Ich weiß nicht. Ich hab schon eins, aber es ist kaputt. Ich weiß nicht, ob wir da ein Schwert brauchen. Ich weiß auch nicht, was das da oben ist. Ich habe es halt nur gesehen. Dass da oben Spinnenweben und so ein Scheiß hängen. Ja. Ey, das sieht raus wie so ein Burg oder sowas. Hallo. Aha. Safari Net. Stencil. Dornen. Was ist denn das? Genau. Siehst du das komische Muster auf dem Eis auch? Ja, so komisch viereckig, ne? Oh, voll komisch. Lul. Egal. Nun, was war das denn? Du baust wohl jetzt hier alles ab. Nur den brüchigen Stein hier. Oh, ein Spawner! Ja. Echt? Oh. Oh. Ups. Ist er schon lange weg? Da ist noch einer. Alter, war das jetzt... Ja, ein Dispenser ist es. Gott. Okay, ich habe gedacht, das ist irgendwas Lustigeres hier oben. Na ihr Schweine? Weil es halt auch auf der Karte ist halt auch so komisch rund, ne? Mhm. Frage ist halt nur, was war das für ein Spawner? Was gibt's denn da? Na, hast du nicht drauf geguckt auf dem Spawner, ja, was da rauskommt? Irgendwie komische, da waren irgendwie so komische Männchen mit Hut. Aber was das genau war, keine Ahnung. Waren das diese komischen Viecher da, wo man es einmal gesehen hat? Was, diese Hexen? Kein Interesse an anderen. Ich sehe aber auf der Karte noch so ein Teil. Und zwar genau in die Richtung. Da guck ich jetzt mal hin und lass mal so ein Viech spawnen. Gehst du mit? Bin ich da, bin ich unterwegs. Ich sehe es nämlich auch. Also den See habe ich schon ausgebeutet. Nicht mehr da auf dem See. Oh, Alter. Kriegt aber auch ein neues Biotop an, ne? Musst du ja aufpassen, dass du nicht irgendwo in eine Spalte reinfällst. Und dann vielleicht noch drauf gehst oder so. Kohle? Gravel? Da ist nochmal so ein Teil. Hexen! Boah! Achtung, die vergiften dich. Heb auf. Er macht gar nichts bei mir. Und Spawner kaputt machen. Also ich bin auf jeden Fall vergiftet. Ja. Echt? Ich nicht. Ich bin gleich tot, Alter. Ich sterbe. Oh, ich hab... Nein, nicht sterben. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ja, ich überlebe mit einem halben Herz. Boah, Alter. Was geht denn?
Was ist hier drin? Stencil? Dornen und Eisen, Iron Ingots. Hä? Ich auch! Ich hab ne Hexenhand! Kann man damit irgendwas machen? In Ordnung. Geh weg von mir, lässt mir, dass da irgendwas passiert hier. Ja, Mann. Wie, da unten, oh, ist noch eine Hexe. Da unten. Oh. Nee, das ist keine Hexe. Genau. Nee, nee. Was, echt nicht? Hier. Was? Zur Hölle. You are not skilled in the art. Okay. Was kann man mit dieser scheiß Hand machen? Keine Ahnung. Ich verzaubere dich. Aber wenn das da unten keine Hexe ist, was, ja, das ist das dann? Ja, das ist wieder irgendwo bei uns mit. What? Also ich würde sagen, wir wasten unsere Zeit nicht mehr, wir gehen erstmal wieder zurück. Wenn jemand weiß, für was diese Viecher sind und wie wir die eventuell mal so stimmen, dass die irgendwas für uns machen, schreibt uns das bitte mal in die Kommentare. Das wäre nämlich krass. Was kann man denn mit dieser Hexe machen? Bestimmt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, kannst bestimmt irgendwie, wenn du vielleicht Nekromanie oder irgendwas, dass du dann da mit rumzaubern kannst, groß irgendwie so. Schau auf jeden Fall sehr mysteriös aus, Alter. Sieht irgendwie aus wie von, die Hand der Power Armor. Ja. Denk dann, du bist noch im Morph, ne? Witchery. Hexe. Ich habe vielleicht jetzt so gedacht, wenn ich dich jetzt mit der Hand berühre, dass du dann vielleicht tot umfällst oder so, aber... Ja, das war mir so klar, echt. Was denn? Für irgendwas muss ja gut sein. So, wir haben aber... Ja, ich bin schon zurück. Wieder zurückgerannt, oder was? Wir haben aber hier immer noch keinen... Ich brauche immer noch... Lehm. Vielleicht eventuell bei dem See, bei dem Fluss da vorne. Aber dieser Trank, den die geschmissen hat, alter Schwede, der hat mich runtergemacht bis auf ein halbes Herz. Ich bin zwar daran nicht gestorben, aber der hat mich bis auf ein halbes Herz runtergemacht. Fand ich schon sehr beängstigend. Irgendwie. Hallo Schwein. Ja, das Ding ist natürlich wieder bockentief, Alter. Dieser scheiß Fluss, der hier ist. Vielleicht gedacht, ich kriege hier irgendwo noch ein bisschen Lehm. Was ist? Nein, ich fahre erstmal ins Wasser. Ah, da ist Lehm. Ich fliege es. Ich Ach, flieg siehst du, ich... Ja, hätte ich auch machen können. Ich bin auch doof. Ja, ich denk da halt noch nicht dran. Landeanflug. Platsch. Ja, ich habe dann ein bisschen Lehm gefunden. Ich bin noch ein bisschen Lehm mit. Dass wir noch so ein bisschen Zeug machen können. So, also hier gemeißelten Stein. Ja, ich habe auch noch was von dem Zeug damit gebracht. Ich habe immer noch im Inventar, weil ich bin jetzt erstmal los, weil ich wollte noch direkt ein bisschen Leben mitnehmen. So. Bett. Fliegen! Ja, mit der Bett ist schon geil, ne? Mhm. Jedenfalls ist unsere Gegend schon richtig gut ausgeleuchtet, muss ich sagen. Yeah. Was denn hier? Ist wohl wieder leer? Nee. Trotzdem würde mich mal interessieren, was wir jetzt für die Hexenhand machen können. Mich interessiert das eigentlich jetzt als schon. Also ich will es eigentlich jetzt wissen und nicht erst irgendwann. Ich will es jetzt wissen. Ja, keine Ahnung, was wir damit machen können.
Das wird. Auch wenn ich gleich wieder zur Du hast Kessel keine Biene Biene werde, mehr. ja. Ja und, dann gehe ich halt eben rüber Haben in nicht mal Nähe und hol mir eine. Nettoportal. Hä? Achso. Nicht mal an Eine der Decke gebaut. gehangen. Ja, ich tue meine Hexenhand erstmal hier rein. Ich weiß ja nicht, für was wir sie immer gebrauchen können oder so. Blöd, Mann. Tremium steht erstmal so ein schwuler Schneemann neben mir. Was hier rein? Ja, egal. Ich tu meine mal mit da rein. Kann man die stapeln? Ne, die kann man nicht stapeln. Schade. So, warte mal, jetzt habe ich das. Sag mal, ist das eine Ey, das schaut irgendwie Schatulle so für einen Ballon oder aus. was? Ich bin auch schon am Überlegen, was das sein soll, für was das ist. Und da oben? Ja, Schablone auf die das Blocks, was Problem ist ist halt das? wirklich, es gibt halt wirklich hier so viele Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Und ich meine, ich habe nun wirklich schon viele Mods gespielt, aber hier sind echt so manche Sachen da drinnen, die kenne ich nicht. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Haier. Hä? Achso, jetzt habe ich zu weit gedreht. Ja, wir legen uns mit der Spitzhacke ins Bett. Ja, jeder hat sein Kuscheltier. Genau. So, ich werde jetzt nur raus in den Ofen. Warte, noch nicht überall draufdrücken, noch nicht überall draufdrücken. Erstmal gucken, wie viele wir noch drin haben. 30, das heißt, warte mal, 9, 18, 27. Was hast du jetzt? Hast du schon wieder Kupfer rein? Ja, klar. Geht doch ziemlich flink. Denk auch dran, du verballerst jetzt ziemlich schnell deine Lava, ne? Die da drin ist. Deswegen habe ich doch jetzt auch Ah. ganz viel Lava vorhin noch mitgebracht. Wir haben doch hier noch genug Eimer. Klinglong, klingding, klinglong. So. Warum kann ich dir. Was? Warum kann ich den Eimer nicht reinkippen? Ich kann den Eimer nicht reinkippen. Ja, dann ist es zu voll. Bei Ja, schon ein Eimer 3150 sind von 1000. 4000. Ach so. Okay, dann warte ich noch kurz. Ein Eimer sind immer 1000 Millibuckets. Junge. Wie viel bräuchte ich da oben pro Ebene? 12. Plus 2, 14. Sind 16, sind 56 solche schwulen Steine. Ja, geht ja mit 3 oben relativ fix. So. Kann man das eigentlich auch gleich hier machen? Nee. Gleich einen kompletten Block klein klopfen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Vielleicht das 56. So. Yeah. Klatsch. Ich glaube, ich düse nochmal schnell los und hole noch ein bisschen Blöd, Mann. Lava. Haut mir die Tür vor der Nase zu. Ja, war jetzt so geplant. Toll. Wir müssen hier unbedingt jetzt langsam eine Treppe ranbauen. Treppe? Achso, Sonst zum habe ich dann bald ein Hochkommen. Problem da noch. Irgendwas oben drauf zu setzen. Ich weiß gar nicht, hat das Ding bis oben irgendwelche Grenzen oder so? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nochmal 2 Etagen draufgesetzt. So, zack, 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 zack. So, wovon haben wir denn noch ziemlich viel? Also Kupfer hast du alles mitgenommen, ne? So, zack. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir beenden den Part hier und sehen uns dann wieder im nächsten. Denkt dran, vergesst das Kommentieren nicht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben ist immer gern gesehen. Und dann bis zum nächsten Part. Ciao.